Nicht nur der PKW, auch der Schwerverkehr wird von der Verkehrspolizei rund um die Uhr überwacht. Auffällige Fahrzeuge werden aus dem Verkehr gefischt und zur Landesfahrzeugprüfstelle der MA46 gebracht, sowie dieser Transporter. So, den Motor bitte abstellen. Ich hätte dann noch gerne gesehen Ihre Ausrüstung. Pannendreieck, Verbandszeug und eine gelbe oder orangene Warnweste. Das ist aber schon eine Zeit her, dass Sie bei mir zur Begutachtung waren. Wie lange? Ja, das war im Jänner dieses Jahres. Sie haben gesagt, Sie waren erst vor kurzem bei Pickel. Ich habe noch nicht. Ist er noch nicht abgelaufen, oder? Ja, abgelaufen ist es nicht, aber die Zeit, seit Sie bei der Begutachtung waren, ist schon einige Zeit her. Diese Ausbesserungsarbeiten, sind die vorher oder nachher passiert? Das ist keine, das war schwarz von meinem Unfall und das ist schwarz. Ja, ich sage, das Auto hatte einen Unfall. Ja. Das haben Sie repariert oder hat das eine Werkstätte gemacht? Eine Werkstätte gemacht. Ich kann nicht reparieren. Ja, es ist teilweise nicht sehr fachmännisch gemacht. Alte Autos, ich sage alte. Ja, trotzdem, wenn man reparieren lässt, muss es entsprechend gemacht sein. Ja, wir schauen einmal anhand der Optik, wie die Fahrzeuge beisammen sind und eben das, was ins Auge sticht. Fehlende Beleuchtung, mangelhafte Beleuchtung, Totalausfall von Beleuchtungen. Dann so wie bei dem Auto, das dürfte offensichtlich einen Unfallschaden gehabt haben, ist repariert worden, mehr oder weniger fachmännisch. Was ich sage für diese Kontrolle? Für mich heute ist eine Katastrophe, aber muss auch so sein. Das ist in einer Zeit ist auch gut, so weißt du auch, mit was fahrst du. Aber so etwas ich habe noch nie gehabt. Nie eine Kontrolle oder noch nie eine Überprüfung? Natürlich, weil ich glaube, wenn ich gehe bei einem Mechanik und ich lasse die Pickel machen, muss ich sagen, bis sie auf nächste Jahre, wie die sagen, Oktober, muss ich keine Probleme haben, oder? Ich fahre mit Auto, aber ich bin keine Mechaniker. Nur leider bei mir, die Sache passiert immer, wenn es muss nicht passieren. Haben Sie es eilig jetzt? Na, aber wie? Wo müssen Sie denn hin? In Kleinzell. Eine Katastrophe. Weil die warten auf die Ware. Mein Neffe hat ein Lokal in Kleinzell. Und ich helfe ihm ab und zu. Jetzt ich muss einkaufen, die Lokale bringen. Ob der Italiener die Fahrt zum Lokal seines Neffen in Niederösterreich wirklich fortsetzen kann, wird sich erst nach der technischen Überprüfung seines Transporters zeigen. Die Überprüfung durch die Sachverständigen umfasst im Groben drei Teile. Das ist einmal die oberflächliche Begutachtung des Fahrzeuges, Beleuchtung, ob irgendwo abstehende Teile sind, gefährliche spitze Kanten und ähnliches gibt. Fall von einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen hervorrufen könnten. Das nächste ist dann der Rollenprüfstand. Da werden die Bremsen überprüft, die Betriebsbremse, Handbremse. Und der dritte Teil findet dann im Prinzip unten in der Grube statt, wo das Fahrzeug von unten technisch kontrolliert wird, ob die Radaufhängungen passen und Stoßdämpfer in Ordnung sind. Bezüglich Durchrostung des Fahrzeuges wird kontrolliert, Leichtgängigkeit der Seilzüge bei der Handbremsen zum Beispiel oder bei den großen LKWs gibt es zig Einrichtungen, die beweglich sein müssen und nur gewisse Toleranzen aufweisen dürfen, damit es in Ordnung ist und alles gut befunden wird. In der Prüfstelle der MA46 wird ein Transporter unter die Lupe genommen. Bereits bei der Anhaltung wurde festgestellt, dass ein Abblendlicht nicht funktioniert. Das, was erkennbar ist, kann man den Lenker bzw. den Zulassungsbesitzer auch anlasten. Weil zum Beispiel Bremsmängeln, die Sie nur feststellen können mit einem Bremsenprüfstand, das ist etwas, was weder der Lenker noch der Zulassungsbesitzer erkennen kann, weil die wenigsten von privaten Bremsenprüfstand, wo er dann feststellen könnte, stimmt die Bremswirkung, ist die Bremswirkung gleich auf in beiden Seiten. Das ist nicht anlastbar. Das wird zwar angeführt am Gutachten als schwerer Mangel. Wenn gewisse Differenzen oder gewisse Grenzen überschritten sind am Bremsenprüfstand, dann geht es natürlich dann Richtung schweren Mangel mit Gefahr im Verzug. Und keine Bremswirkung zum Beispiel vorhanden ist oder bei diesen kleinen Transportern haben wir vorwiegend das Problem der nicht funktionierenden Handbremsen. Dann sind das auch schwere Mängel mit Gefahr im Verzug, was natürlich auch die zur Folge hat, dass die Kennzeichnung der Zulassung schön abgenommen wird.
Haben wir was Gravierendes? Gravierende Laufschriften, 27 Ansgreifgriffen, rechtes Openendrecht funktioniert nicht, beide Schlussleuchten. Ein bisschen ein Ölverlust, rechts Dreiecklenkerlagerspiel. Nein, wenn Sie schauen, Reifen sind porös. Das sind 200. Okay. Reifen sieht man, wenn Sie schauen, das sind porös und ein paar Kleinigkeiten. Und, ja. Müssen Sie reparieren, dann ist gut. 80 Euro. Na, pro Delikt, ja. Kann ich dir auch da erlassen. Na, das will keiner leider, ja. Ist vielleicht schön, nicht aber... Niemand. Naja, ich glaube nicht. Ne? Außer es findet sich wer, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Es sind zwar schwere Mängel festgestellt worden. Wie schon vermutet, die Beleuchtung teilweise. Und sonst sind es im Prinzip altersbedingte Abnutzungserscheinungen, die mitunter bei regelmäßiger Wartung vielleicht entdeckt werden, aber nichts, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder gefährden würde. In der Regel kann man rechnen von den Strafen her zwischen 80 und 150 Euro pro Delikt. Wenn es dann in die Richtung geht mit Gefahr im Verzug, wird es natürlich entsprechend teurer. Das Fahrzeug hat 5 schwere Mängel. Der Lenker muss also mit einer Strafe von mindestens 400 Euro rechnen. Kriegen Sie 5 Anzeigen als Zulassungsbesitzer? 500 Euro Strafe. Na, es kommt darauf an, wenn Sie schon was gehabt haben, dann ist mehr. Wenn Sie noch nie was gehabt haben, ist weniger oder normal? Ich habe nie ein Problem gehabt. Ja, dann passt das. Ja. Ja. Wird nicht zu viel sein. Passt. Das sind 5 Anzeigen, was der Zulassungsbesitzer oder Sie halt bekommen und fertig. Papier haben Sie mir gegeben. Liegt am Sitz alles, ja? Okay. Dann was soll ich sagen? Schönen Tag. Ebenfalls, ja. Wiederschauen. Was soll man machen? Ciao, ciao. Was sagen Sie zu den Strafen? Bitte, ja, aber nicht danke für die Strafe, aber normalerweise ist Kontrolle ist immer gut, aber was kann man machen? Nur Strafe sind nie schön. Wer will die Strafe zahlen? Kein Mensch. Aber nur wenn muss, man muss. Ganz ehrlich sind das nicht teilweise, aber mit dem müssen wir leben. Denn die Anzeigen werden von uns dann verfasst, oder besser gesagt vom Kollegen. Und das Ganze geht dann via Polizeikommissariat 11. Bezirk, kriegt er dann seine Strafverfügung mit einem Erlagschein, den bezahlt er und dann ist die Sache im Prinzip erledigt. Darf ich fragen, wie lange Zeit hast du das repariert? Bitte? Wie viel Zeit habe ich das zu reparieren? Ja, grundsätzlich ist jetzt nur mehr die Fahrt in die nächste Werkstatt zulässig. Weil Sie haben schwere Mängel. Und das Gesetz sagt in dem Fall nur mehr eine Fahrt bis zur Werkstätte. Die Order haben Sie von mir. Was Sie dann machen, liegt nicht in meinem Ermessen. Wenn wir Sie noch mal erwischen, geht die Sache natürlich von vorne los. Und ich sage es so, ich habe die Werkstatt in Kleinzelle, weil ich kenne da jemanden. Denn ich fahre jetzt in diese Richtung. Ja, können Sie fahren. Kann nicht der passierte Boden. Nein, fahren. Sie haben ein Gutachten. Wenn Sie noch mal aufgehalten werden, weisen Sie das Gutachten vor, damit der andere Kollege weiß, dass Sie gerade überprüft worden sind. Aha. Aber Sie können nicht die nächsten Tage mit denselben Mängeln spazieren fahren. Weil dann wird der Kollege, der Sie anhaltet, wieder mit Ihnen hierher fahren. Und dann haben Sie die ganze Prozedur noch einmal, natürlich wieder mit Strafe. Wieder die 5 Fahrzeuge. Ja, genau.